Leute, okay. Hey Leute, und schön, dass ihr wieder dabei seid beim weiteren Part von 007, alles oder nichts. Ja, im letzten Part hatte ich ja angemerkt, dass am Ende dieser letzten Mission, die wir gemacht haben, irgendwie das Bild, sag ich jetzt mal, weggegangen ist. Und da bin ich davon ausgegangen, dass die Aufnahme total für den Arsch war. War es wiederum nicht, also ja, das hat mich dann gestern auch wieder so demotiviert, dass ich dann auch nicht weiterhin aufgenommen habe. Ja, wir machen weiter mit den Schwindel. Natürlich wieder auf Agent. Bleiben Sie zurück. Was werden wir tun? Sie müssen neben den Panzern in Deckung gehen. Und Sie? Was ist mit den Wachen? Sie werden wohl nichts dagegen haben. Ja, so wie man James halt kennt. Ja. Wir sind hier in sowas wie eine verlassene Mine oder so. Vielleicht geht das mal. Moment mal, haben wir doch noch. Ach, wir haben die. Wir probieren die mal. Ne? Bringt uns zwar keine Vorteile, sage ich jetzt mal. Aber. Naja. Um es ganz einfach mal zu zeigen. Ich muss immer mal noch mit der Steuerung noch mal ein bisschen klarkommen. Aber ich hoffe nämlich, dass ich heute mit dem Spiel durchkomme. Denn das ist heute auch meine Absicht. Weil ich möchte ja natürlich so schnell und so viel wie möglich an Let's Plays durchmachen. So, jetzt machen wir. Moment mal. Kann ich hier in den Optionen? Vibration. Aus. Ich mag keine Vibrationen. Weil mich das ganz einfach auf den Sack geht. Na. Er zielt immer noch nicht so schnell an. Aber das ist ja ganz normal bei etwas älteren Spielen, dass da das noch nicht so reibungslos läuft, sage ich jetzt mal. Die Aufzugsteuerung ist abgeschaltet. Habe ich 006 gesagt? Das ist 003, ne? Ja, 003 ist das. Also, da habe ich im letzten Part Scheiße erzählt. So. Dann müsste jetzt einer hier runterkommen. Kommt da mit dir. Okay, ich hätte es eigentlich liegen lassen können, aber egal. Ja, ich habe auch heute den ersten Part schon hochgeladen zum Sonntag. Ja. Bis jetzt gab es noch keine Probleme. Ich werde im Laufe des Tages nochmal schauen müssen. Ja. Ich treffe den gar nicht, ne? Gehen wir nochmal in Deckung. Komm, schieß. Letzte. So. Ist da oben noch jemand? Ja. Was willst du da oben hier? Komm runter. Unser Weg ist eigentlich hier hoch, aber ich will mal hier runter. Das weiß ich ganz genau. Ich denke, hier gibt es nämlich noch ein Dings. Weil hier ist alles stockduster. Na, hast du hier wohl gedacht, hier stört dich niemand, wenn du an dir rumspielst. Falsch gedacht, mein Freund. Denn James kommt überall hin. Der guckt überall nach. Irgendwie kommt es mir so vor, dass die seine Pistole die stärkste Waffe überhaupt im Spiel ist. Also wenn... Nee. Q-Haken. Ey, was ist denn hier wieder für ein Krach? Ey, stellen die wieder die Nachbarn wieder die Möbel um oder was? Das ist doch nicht mehr normal. Als ob die was sägen, ey. Aber Gott sei Dank, hoffe ich zumindest, hört man das nicht in der Aufnahme.
Man hört es vielleicht, bin ein bisschen erkältet, schnupfen. Naja, vielleicht wird die Erkältung noch schlimmer. Und dann muss ich mich halt mal wieder krank schreiben lassen für eine Woche, sag ich jetzt mal. Ich will zwar nicht hoffen, aber wenn es nicht mal anders geht, und wenn ich mich dann auch wieder, sag ich jetzt mal, einigermaßen fühle, dann werde ich auch wieder aufnehmen. Auch wenn ich krank geschrieben bin. Das nennt man Gestaltung des der Freizeit. Nee, warte mal, wie geht das jetzt? So geht das. Oh, Moment. Sorry Leute für dieses ständige Schnaufen, aber wie gesagt, wenn ich jetzt nicht irgendwie anfange aufzunehmen, dann mache ich es später vielleicht auch gar nicht. Das ist halt das Ding bei mir. So. Nee. Ich bin da unten. So. Meine Güte, 007. Bei dem Lärm wachen ja selbst die Toten auf. Ich nehme jetzt mal den Raketenwerfer. Ey, die gehen mir auf den Sack hier mit ihren Scheißsägen hier. Da wurde man schon ein Neubaublock hier. Und da wird man nur gestört, ey. Moment. Moment, Moment, Moment. Wir nehmen mal hier die MP. Ich habe es vielleicht euch auch nicht gezeigt oder gesagt. Man kann hier in dem Spiel auch gewisse Gegenstände aufnehmen, wie jetzt zum Beispiel, ich sage es mal, Flaschen oder Brecheisen und so, und damit die Gegner verkloppen. Habe ich selten gemacht und genutzt. Weil ich es halt nicht wirklich brauche, sage ich jetzt mal. Willst du den mal anvisieren? So. Hier zum Beispiel könnte man einen Gegenstand aufnehmen, also die Flasche. Und so irgendjemanden vor den Kopf schmeißen. Ich habe 003's Uplink gefunden. So, jetzt haben wir das, was wir brauchen. Hä? Ach so. Mein Gott, ey. So. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wenn ich heute durchkomme. Wie spät es dann mal haben. Vielleicht nehme ich dann noch ein bisschen mehr auf. Zum Beispiel Dynasty Warrior 5. Damit das heute auch noch das nächste Szenario fertig wird. Weil es dauert ja auch nicht lange. Und vielleicht, ja, mal gucken, was ich sonst noch so aufnehme. Vielleicht fange ich dann auch nochmal ein neues Let's Play an. Als ich aber auch erst hochladen werde, sobald ich das hier vielleicht fertig habe. Mal gucken. Je nachdem, wie ich, sag ich es mal, wie ich Bock drauf habe. Weil das entscheide ich meistens immer, wie gesagt, ganz spontan. Weil ich habe nicht irgendwie so einen Upload-Plan, wo ich mich dran halte. Je nachdem, wann ich Zeit habe, nehme ich auch off und. Hä? Bin geschafft auf. Ach, das kann mich bestimmt auch irgendjemand vom Kopf werfen. Bringt mir aber nichts. Jedenfalls nicht momentan. Oh, ey, warum visierst du immer die falschen an, James? Visier doch die an, die uns, die frei stehen. Scheiß auf den da oben. Ne? Hä? Hab ich irgendwas vergessen? Ablenksender auf der. Bin ich dumm? Kann ja gar nicht funktionieren. Ah, oh, Mann, ey. Das eine Missionsziel habe ich noch nicht erreicht, denn wir müssen auf der Schaltfläche nämlich, das habt ihr vielleicht gesehen, dieses, sagt schon, oh, hier müssen wir das installieren. Erst dann kann auch schließlich der Fahrstuhl nach oben fahren. Oh Mann, ey. Ich komme immer an mein Mikro. Das ist nicht gut. Das gefällt mir ganz und gar nicht.
Jetzt bin ich falsche Seite. Oh Mann, Junge. Aber eine zweite Mission werde ich noch mit hinten dranhängen. Weil ich einfach Bock drauf habe. Aber das Let's Play wird doch wahrscheinlich nicht so schnell zu Ende gehen. Also, vielleicht ja, du kannst da oben von mir aus versauern. Weil wir fahren jetzt nach oben. Ah, Bronze. Da seht ihr, ab hier wird's, sag ich jetzt mal, kritisch mit dem Punkte holen, weil es immer mehr an Anspruch nimmt. Aber ich bin ja, wie gesagt, möchte ich ja nicht irgendwie Highscore-Jagd machen oder sowas. Ich möchte euch ganz einfach dieses Spiel präsentieren. Und ich habe auch wieder Scheiße erzählt, indem ich gesagt habe, dieses Let's Play sei noch nicht vertreten. Dieses Let's Play ist schon auf YouTube groß vertreten. Von irgendeinem YouTuber, sage ich jetzt mal, der hat es blind eben halt gespielt. Aber wie gesagt, bei mir ist es nicht blind, weil ich habe das ja mehrmals durchgespielt. Ja, 11 Minuten, dann schaffen wir noch was. Wir nehmen die Pfeile. Na komm. Ist hier irgendetwas? Komm, steh mal auf. Ah, eine Waffe. Ich hoffe natürlich, ich bin laut genug, weil ich versuche mal nicht so laut zu sprechen. Um ganz einfach, wenn ich manchmal ein bisschen zu laut bin, übersteuert das manchmal noch ein bisschen. Oder beziehungsweise, diesen, ich sag jetzt mal, wenn ich S-Laute nehme, dass das dann so, ja, wie gesagt, diese S-Laute dann übersteuern sich immer ein bisschen in meinen Aufnahmen. Deswegen hoffe ich nämlich, dass das alles optimal läuft. Nein, den anvisieren. Visier nicht immer die falschen an. Ey, warum? Oh. Gott sei Dank habe ich Dings stehen gelassen. Ah, hier liegt auch noch einer. Die nehme ich gleich mit. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Oh, ist noch jemand drin? Boah, Sniper Elite. Der Sort. Und hier bin ich letztens, oder beziehungsweise in der nächsten Mission, bin ich letztens kläglich gescheitert, wo ich das nochmal durchspielen wollte für mich. Ach, bleib halt da unten, du kommst eh nicht hoch. Und ja, weil ich ganz einfach zu voreilig war. Obwohl ich es auch auf leicht gespielt habe. Weil ich bin ja kein Mensch, also ich möchte mich ja, ich sag mal, unterhalten lassen, aber ich möchte nicht irgendwie Schweißausbrüche haben, wenn ich nämlich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele oder so. Es sei denn, ich möchte das aber auch. Das ist dann was anderes. Da kommt dann einer. Ah! Aber es läuft jetzt richtig gut, muss ich sagen. Also wir hatten bis jetzt nur ein oder zwei Tote. Auch nur in der Fahrmission, aber ja, die Fahrmissionen sind ja auch nicht gerade ohne. Muss man ganz ehrlich sagen. Dragunov. Eins meiner Lieblingswaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist da hinten jemand? Nee. Auf einem höheren Schwierigkeitsgrader müssten wir hier irgendwie noch snipern, weil da auf dem Dach, wo wir nämlich aus dem Lagerhaus, aus dem wir gekommen sind, noch feindliche Soldaten rauskommen. Boah. Na komm schon.
muss mir mal einen neuen Controller kaufen, ey. Aber das Problem halt daran ist ja nämlich, ich wollte ja eigentlich mal einen mit, ohne Kabel. Aber die sind dann auch wieder mit Batterien. Und mit Batterien habe ich so scheiß Erfahrung. Und da muss ich irgendwann mal in den sauren Apfel beißen und mir mal über Amazon für 60 Euro oder sogar mehr nochmal einen mit Kabel holen für die PS2. Weil die, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Sony-Controller, die nutzen sich auch relativ schnell ab. Und das ist halt das Problem. Also ich habe das selbst mit meinen, für die PS3 das Problem, wenn man da zum Beispiel so Quicktime-Events macht oder so bei bestimmten Spielen, sei es God of War oder so, dass da nämlich bei den Joystick nämlich, man muss da hin und her rütteln und dass da nämlich das dann, sag ich mal, so ab, dass man das abrubbeln tut oder so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, das ist dann so ein Ding, also das hat man bis jetzt aber auch nur bei den Sony Controllern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir sollten jetzt fertig sein mit der Mission. Ja, ich hatte jetzt noch das Gefühl, dass jetzt gleich noch weitergehen würde, aber das ist erst in der nächsten Mission. So, da will ich auch jetzt mal den Part beenden, Leute. Aber erst alles nach, nachdem ich gespeichert habe. Oh, ich muss dann erstmal ausschnaufen, ey, damit ich mich vielleicht ein bisschen besser anhöre. Boah, ist einfach nur ekelhaft. So, Leute. Im nächsten Part machen wir weiter mit Tod eines Agenten. Und dann bedanke ich mich schon mal beim Zusehen und seid auf jeden Fall im nächsten Part wieder dabei. Also, haut rein, Leute, und ciao.